Malen ist sowas wie ein Lebensbekenntnis für mich. Jeder Mensch sucht ja in seinem Leben etwas, was ihm Spaß macht, was für ihn am geeignetesten ist. Und das habe ich für mich gefunden, das ist das Malen. Das ist ja wie, für mich wie Luft zum Atmen. Ich bin weit entfernt von der Idee, wie manche Künstler es haben, ich male für mich und die anderen sind mir egal. Natürlich male ich auch für mich, aber ich male auch für die anderen. Sobald man die Bilder ausstellt, dann malst du auch für die anderen. Alle großen Maler früher haben ja für die Könige, für die Päpste, für die Auftraggeber gemalt. Und also es ist für mich wichtig, was die anderen denken, wie sie meine Kunst sehen. Also sagen wir so, ich male zur Hälfte für mich, zur Hälfte für die anderen. Ich glaube, abstrakt trifft es am ehesten zu, obwohl ich selber diesen Begriff nicht so mag, abstrakt. Das ist schon so abgenutzt, ganz schön alt. Freie Malerei vielleicht, ja, eher freie Malerei, ja. Da muss man ganz weit in meine Kindheit gehen. Als ich kleiner Junge war, da war für mich die Malerei des Renaissance sehr wichtig, die alten Bilder, Ikonenbilder. Später kamen die Impressionisten. Van Gogh, ganz groß. Und durch die Impressionisten habe ich gelernt, mit Farbe umzugehen, also in Farbe zu schwimmen so richtig und mit der Farbe nicht zu geizen. Danach kamen die abstrakten Maler, Kandinsky, Klee, und zum Schluss bin ich bei Gerhard Richter geblieben und das war es dann auch. Und jetzt versuche ich irgendwie ohne Einfluss zu malen, aber natürlich ist es ganz so einfach. Bei diesem Flut der Bilder, was wir jeden Tag sehen. Vom Alltag. Jeden Tag sehen wir so viel Licht, so viel Schatten, so viele Menschen, es passiert so viel draußen, also da nehme ich immer die Inspiration für mich. Dafür ist es wichtig, dass man sehr wachsam ist, dass man sehr wachsam guckt, dass man bewusst ist, was passiert gerade in meiner Nähe, was passiert da. Wenn man das alles wahrnimmt, da ist schon die Inspiration. Am Abend filtert man das so ein bisschen, am Ende des Tages, und das Beste bleibt übrig. Beim Spaziergehen. Also wenn ich spazieren gehe, es gibt ja ein paar Plätze in Hamburg, da brauche ich nur einfach spazieren zu gehen und der Kopf ist dann am besten versorgt und eine Idee kommt nach der anderen. Also das Gehen ist sehr wichtig. Ich habe immer ein Notizbuch dabei und dann notiere ich immer die besten Ideen. Wir sehen überall Menschen, wo du hinguckst, links, rechts, im Leben, im Alltag, es sind überall Menschen. Das ist aber nicht alles. Fernsehen, Magazine, Internet, wir sehen ständig Menschen. Die Fotografen fotografieren meistens Menschen, 90% sind es immer Menschen. Und muss man noch Menschen malen? Wenn ein Bild Emotionen transportiert, Gefühle, wenn ein Bild Menschen bewegen kan, und zwar hier und nicht hier, nicht im Kopf, wenn es dich bewegt, das ist gelungenes Bild. Zusammenzufügen all die Dinge, die wir nicht greifen können, die nicht materiell sind.
wie Gefühle, Emotionen, Stimmungen. Wie Klee gesagt hat, das unsichtbare Malen. Unsichtbar meine ich jetzt nicht die geheimnisvolle Dinge, die im Leben vorgehen. Nein, nein, was wir nicht sehen, was wir nicht materiell greifen können. Das kann man abstrahieren. Und das ist für mich abstrakt. Die Begeisterungsfähigkeit. Wenn ein Künstler die Begeisterungsfähigkeit nicht besitzt, dann wird er nur tote Kunst schaffen. Das ist eine schwierige Frage. Also Kunst machen unbedingt, alle Menschen sollten Kunst machen, aber professionell diesen Weg zu gehen ist etwas schwierig, weil sehr viele Enttäuschungen vorprogrammiert sind und nicht jeder ist dafür geeignet. Und das kann das Leben ganz schön kaputt machen. Ich würde nicht jedem empfehlen, nein. Dann sage ich immer, wow, deine Tochter ist ja eine richtige Künstlerin. Natürlich, das ist doch toll. Nee, im Ernst, bei meinen Workshops kommen aber zu Menschen, die sehr realistisch, sehr gut malen können. Und wenn du ihnen sagst, mal bitte ist etwas aus dir heraus, also nicht abmalen, etwas freimalen. Und das sind Menschen, die sehr arrogant sich äußern über die abstrakten Maler. Und dann siehst du plötzlich, dass sie nicht mehr fähig sind zu malen. Das, was sie ausgelacht haben und gesagt haben, oh, das kann ich ja in 2 Minuten, dazu sind sie überhaupt nicht fähig zu malen. Die Kreativität bei den anderen Menschen zum Fließen zu bringen, das wäre die Aufgabe in der Zukunft. Sonst haben wir sehr viele Künstler und meistens handelt es sich wirklich um Psychomüll und das Menschen zuzumuten ist ja nicht immer so gut. Deswegen, wenn die Künstler den anderen Menschen dazu bewegen können, sich mit Kunst auseinandersetzen, kreativ zu werden, das wäre schon toll. In den 60ern und Anfang bis Mitte 70er wäre ich gerne ein junger Mensch gewesen, weil ich finde, das war eine Zeit des Aufbruchs, da schien alles möglich zu sein. Und diese Zeit hätte ich gerne erlebt. Ich war in den 70ern ein Kind und ich kann mich an die Menschen damals trotzdem erinnern. An die Erwachsene, an die älteren Menschen, an die alten Menschen. Und die hatten einen anderen Ausdruck im Gesicht. Da war sehr viel Güte, es waren andere Menschen. Ich habe Menschen gesehen, gekannt, die noch im 19. Jahrhundert geboren waren. Und wenn ich an diese Menschen heute denke, die waren anders. Ich kann nicht beschreiben, was anders war so richtig, aber die unterschieden sich sehr von den anderen Menschen, von den Menschen heute. Ich wäre auf jeden Fall ein Musiker geworden. Also in diesem Leben würde es natürlich nicht mehr reichen, aber wenn wir annehmen, dass wir nochmal geboren werden und wenn ich diesen kreativen Input nochmal bekäme, dann wäre ich sehr gerne Musiker. Eindeutig Pink Floyd. Ich kenne keine andere Band davor oder danach, schon gar nicht heute, die imstande wäre, diese Klangbreite, diese Klänge, diese Atmosphäre, diese Stimmungen, diese Lyrik zu erschaffen, wie es Pink Floyd hatten, das ist phänomenal. Also das ist vergleichbar für mich mit Mozart oder Beethoven oder Bach. Das ist schon ein Jahrhundertsereignis gewesen, Pink Floyd, ja, eindeutig. Auch von Pink Floyd das Album Dark Side of the Moon.
Ich entdecke immer wieder neue Bands, die sind zwar nicht neu, natürlich nicht, die sind alte Bands, aber Bands aus dem Anfang 70er Zeit. Das sind Art Rock und Progressive Rock Bands, kein Schwein kennt mehr die, aber das sind ganz tolle Bands und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele gute Bands England Anfang 70er hervorgebracht hat. Ich denke, dass die Musikindustrie die Musik kaputt gemacht hat. Das ist ab Ende 70er passiert. Und außerdem sind ja solche Individualisten wie Jim Morrison oder Jimi Hendrix und Bob Dylan und viele andere noch überhaupt nicht mehr dazugekommen. Also in den 80er kamen mehr Egozentriker als Individualisten. Das ist himmelweiter Unterschied. Und da hat man nicht mehr an die Musik gedacht, da hat man nur an Erfolg gedacht und so ist die Musik eigentlich gestorben. Also Rockmusik, populäre Musik ist eigentlich tot heute. Vielleicht kommt ja irgendwann noch was anderes, aber im Moment ist das eindeutig tot. Mein Wesen ist ein glücklicher Wesen. Natürlich erlebt man hin und wieder Enttäuschungen und dann ist man nicht mehr so glücklich, aber an sich bin ich ein glücklicher Mensch. Ich bin auf gar nichts stolz und diesen Begriff gibt es für mich gar nicht. Natürlich lieben wir alle sonnige Tage, aber Nebel, ich liebe Nebel. Also im Nebel fühle ich mich wirklich so, wie es sein soll. Also meine Person blüht auf beim Nebel. Ich werde sehr kreativ und ich fühle mich auch sehr gut dabei. Also körperlich fühle ich mich auch sehr wohl, wenn Nebel aufkommt. Eindeutig nein. So wie die Menschen Gott sehen. Aber es gibt noch was Größeres als Gott. Und wir Menschen sind überhaupt nicht fähig, es zu begreifen, was das ist. Werden wir auch nie imstande sein. Gott ist eine menschliche Erfindung. Aber das, was noch größer ist, das übersteigt unsere Vorstellungen und kann eine Ameise Internet begreifen? Es gibt nur Zufälle. Das ganze Leben ist ja nur ein einziger Zufall oder besteht aus Milliarden von Zufällen. Und wenn Urknall ein Zufall war, seitdem folgt ein Zufall nach dem anderen. Aber die Menschen haben natürlich eine große Fantasie und das ist auch gut so. Und wir geben jedem Ereignis eine Bedeutung und einen Sinn. Wir wollen gar nicht wahrhaben, wenn es nur Zufälle sind. Dann hätte unser Leben gar keinen Sinn mehr. Wenn man fähig ist, dem Augenblick bewusst zu sein, also im Augenblick zu leben und das bewusst zu erleben, das ist für mich Glück. Wahrscheinlich nicht, weil unsere Bedürfnisse übersteigen unsere Fähigkeiten und da ist schon ein Konfliktpotenzial drin. Das Leben an sich ist sinnlos, also das Leben hat gar keinen Sinn. Aber wir Menschen müssen dem Leben einen Sinn geben, damit es für uns interessant und schön wird. Aber an sich gibt es keinen Sinn. Ich bin glücklich, reich und gesund.